Guten Tag. Hallo. So, wo soll's denn hingehen, bitte? Einmal zur Fährestraße, bitte. Zur Fährestraße? Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Willkommen im Quiz-Taxi. Ja. Cool. Dürft ihr denn schon Taxi fahren? Ja. Ja. Und findet ihr das auch cool? Ja, auf jeden Fall. Dann schnallt euch an. So. 5,1 Kilometer bis zum Ziel. Ihr seid echt in Düsseldorf? Nee, Wuppertaler. Wuppertaler. Aus Wuppertal und dann hier in Düsseldorf? Ja. Was verschlägt euch hierher? Arbeitssuche. Ja. Ihr sucht Arbeit? Ja. Als was denn? Als Bürokaufmann, wenn möglich, oder im kaufmännischen Bereich. Also, ich meine, ihr seid jetzt im Fernsehen, Millionen gucken zu. Also bewerbt euch mal hier in die Kamera. Bitte, derjenige Unternehmer, der eine freie Arbeitsstelle für mich hat, bitte sofort melden. So, bist du zuverlässig pünktlich? Sowieso. Welche Märchenfigur erlegte Siebene auf einen Streich? Nicht flüstern, laut beraten. Das tapfere Schneiderlein, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ja, dann sagt man das jetzt einfach mal. Du kennst dich mit Märchen nicht aus? Nicht so gut, ne. Eigentlich schon, aber... Und du sagst? Das tapfere Schneiderlein. Na, das waren direkt 50 auf einen Streich, richtig. Oh. Seit wann kennt ihr euch? Hm? Ein Jahr jetzt knapp. Und Wer hat sich in wen zuerst verknallt? Ich mich in sie. Ja. So, ihr seht vor euch die Monitore, ne? Ja. Und da gibt's jetzt gleich was zu sehen und die Frage hinterher. Aber dies hier ist ein Ort der Fragen. Öffne dein Herz für Kales. Stell ihm die Fragen, die dich bewegen. Lass ihn zu dir sprechen, ohne dass dein Verstand von Zweifeln oder Zaudern getrübt ist. Nur dann wirst du imstande sein, das zu finden, wonach du suchst. Zu welchem Volk gehört Worf, der Sicherheitsoffizier der Enterprise? Klingonen. Die Klingonen. Bist du ein Trekkie? Nein. Und woher glaubst du, das zu wissen? Keine Ahnung. Irgendwie mal aufgeschnappt, vielleicht ein paar Mal die Serie angeguckt. Ich weiß nicht. Ja. Was sagst du? Ich sage auch Klingonen. Ja. Die Klingonen. Ja. Das ist natürlich richtig. 100 Euro. Mit welchem Begriff bezeichnet man einen männlichen Hund? Das ist der Rüde. Der? Rüde. Sicher? Ja. Habt ihr einen Hund? Ja. Ja, ja. Zwei sogar. Und das sind Männchen, Weibchen? Ein Rüde, ein Weibchen. Jawohl, der Rüde ist natürlich richtig. 150 Euro. Ist doch gut. Gut. Ihr dürft euch auch freuen, ihr müsst nicht. Erst wenn wir es geschafft haben. Die Anspannung ist zu groß. 3,8 Kilometer bis zum Ziel. Wie lautet auf Deutsch die korrekte Anrede für den Papst? Auf Deutsch? Die korrekte Anrede für den Papst. Das geht ihr nicht jeden Sonntag in die Kirche? Ach, nein, ich bin Atheist. Eieiei. Aber mir liegt es irgendwie auf der Zunge, aber keine Ahnung. Dann müsst ihr einen Joker ziehen. Joker. Was hat ein Joker? Ja, oder? Gut. Oder Telefon. Ich weiß nicht, wen könntest du anrufen? Überleg dir das. Ruf die irgendjemand Älteren. Auskunft an und lass dich doch mit der katholischen Telefonseelsorge verbinden. Das wär's. Kann man das machen? Natürlich. Echt? Lässt ihr euch direkt durchstellen. Boah, das machen wir. 1188-0. Du rufst an, ne? Ne, ruf du bitte an. Die halten mich für verrückt, wenn ich die katholische Seelsorge haben möchte. Wieso? Ist doch die Auskunft. Die verbindet dich mit allen, was guten Tag, könnte ich mich mit der katholischen Seelsorge verbinden? Verbindet sie dich? Ja. Gut. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ich bin im Quiz-Taxi. Wie spricht man den Papst an? Die korrekte Anrede in deutscher Sprache. Dann, ja, oder Sie stellen mich durch die katholische Kirche oder so. Schnell. Die katholische Seelsorge weiß das nicht? Ja, genau, dann machen Sie das bitte. Weil, ja. Die katholische Seelsorge verbindet dich jetzt mit der katholischen Kirche. Das heißt, wenn der Papst mal... Nein, es ist keiner mehr da. Haben die schon Feierabend bei der katholischen Kirche? Ist der Papst schon zu Hause? Ja.
ist mir so. Ja, dann. Also ich sag mal, zu einem Botschafter zum Beispiel sagt man ja Eminenz, ne? Ach so. So. Ich weiß es nicht. So. Egal. Damit ist das erste Leben weg. Eure Heiligkeit wäre es gewesen. Oder Heiliger Vater. Oh, das ist ja ganz einfach. Welche Figur wird bei der Eröffnung einer Schachpartie mit einem Gambit geopfert? Das ist deine Frage. Na? Mit einem Gambit? Ja. Bei der Eröffnung? Ja. Spielt ihr Schach? Also bei dem Gambit, das so nennt man den Schachzug, ja? Ja. Beim Gambit wird eine Figur geopfert. Welche ist das? So, hier sind Passanten. Oder wir sagen einfach was. Oder ihr sagt was. Der Bauer. Der Bauer? Ja. Der Bauer ist richtig. Oh. 250 Euro. Ich hätte auch Hade gewusst, dann wäre es irgendwas mit einem König und einem Läufer oder Pferd gewesen. Aber bei der Eröffnung hätte ja eigentlich nur der Bauer sein können. Ich habe noch nie Schach gespielt. Das Bauernopfer. Welcher Begriff bezeichnet eine sehr schmale, einfache Brücke? Welcher Begriff? Eine sehr schmale Brücke. Eine Brücke. Sag was. Was fällt dir ein? Ich überlege gerade. Sehr schmale Brücke. Ein Deich. Nee, das ist was anderes. Ein Steg ist es auch nicht. Ein Steg? Doch, das kann sein. Aber es ist doch keine Brücke. Wieso? Ja, weil eine Brücke ein und das andere verbindet. Was denn ein Steg? Das geht doch nur bis zum Wasser. Bitte etwas lauter, ich höre euch so schlecht. Na, ich habe gerade überlegt, Steg wäre es nicht. Ein Steg hat er gesagt, aber... Warum nicht? Weil der nur ins Wasser reicht und das keine ähnliche Brücke ist. Eine Brücke wäre für mich über das Wasser. Aber ein Steg reicht auch über das Wasser, oder? Komm, wir sagen einfach Steg. Wir nehmen Steg. Ihr nehmt Steg? Ja. Ohne Joker, ja? Ihr seid ja mutig. Und? Der Steg ist richtig. Ah, ja! Wir sind gut. 350 Euro. Oh mein Gott, das ist so viel. 600 Meter bis zum Ziel. Herzschlag noch okay? Ja, ja, es geht. Gut. Mit welchem Instrument wird der Luftdruck gemessen? Schatz, das weißt du. Schatz, jetzt aber mal. Hier, dieses Ding. Das gibt's doch mal an der Tankstelle. Ne. Nicht der Reifendruck, ne? Der Luftdruck. Ach so, der So, Passantenjoker? Ja, Passantenjoker. Okay. Also, hier an der Tankstelle. Ja. Jetzt fragen wir den Mann da, Schatz. So. Schnell Fenster runter. Stopp, stopp. Ja. Können Sie mal kurz an das Fenster kommen? Sie brauchen an das andere Fenster ganz kurz, bitte. Da ist eine Frage. Wir sind im Quiz-Taxi und Sie sind der Passantenjoker. Auf Wiedersehen. Toll. So. Hallo? Kommt Sie Hallo? Ganz kurz. Ich bin im Quiz-Taxi. Hey, mit welchem Gerät wird der Luftdruck gemessen? Wisst ihr das? Kannst du mir sagen, wir sind mit welchem Quiz-Taxi. Gerät? Wir gehen mal schnell wieder auf die Straße, hier auf dem Bürgersteig. So, das ist zu gefährlich. Verdammt. Nein, das sagen wir auch. Keine Ahnung. So, was sagte der? Keine Ahnung. Luftdruckmesser. Luftdruckmesser. Dann sagen wir einfach Barometer. Ihr sagt Barometer? Ja. Hättet ihr von vornherein sagen können. Das ist richtig. Oh. Jawohl, 450 Euro. Und wir stehen an einer Tankstelle und keiner kann uns das sagen. So. Das gibt's ja wohl nicht. Wie heißt der Sage nach das Schloss von König Artus? König Artus. Hier, Ritter der Tafelrunde. Ja, wie heißt das Schloss? Und die Zeit läuft. Keine Ahnung. Das ist man nicht. Das ist Camelot. Oh nein. Natürlich. Oh je, oh je. Natürlich. Oh je. Das heißt, wir sind draußen. Ihr seid draußen. So, jawohl. Wir hatten doch zwei Leben noch. Und eins hatten wir jetzt alles falsch. Weg. Und einen Joker hatten nein, wir jetzt. Weg. Ja. Stimmt. Oh, deshalb steigt er hier auch aus mit 450 Euro. Oh, geil! Oh, danke schön. Wie super.
So. Oh mein Gott. 450. Wer ist hier für die Kohle zuständig? Ja. Bitte. Du? Okay. Ich gebe nur alles wieder aus. Du bist doch ein mutiger junger Mann, ne? Ja. Nein. Überhaupt oder nicht. Oder sollen wir es machen? Nein, Schatz. Wovon reden machen? Wir denn hier? Von der Masterfrage. Die Masterfrage! Yeah. Wir beantworten sie nicht, nein. Wir nehmen das Geld und sind damit zufrieden, ja. Das sind 900 Euro, ne? Wir nehmen die 450 und sind ist super sie denn zufrieden schwer, die Masterfrage? Die ist nicht schwerer als die anderen Fragen auch. Um welcher Bereich? Das weiß ich selber auch nicht. Wir nehmen das Geld, dankeschön. Sagen wir. Nein! Wisst ihr was? Dann wünsche ich euch viel Glück, okay, auch dass du einen Job kriegst. Hier ist ein bisschen Überbrückung, 450 Dankeschön. Euro. Dankeschön. Alles Gute. Super. Danke nochmal. Macht's gut. Vielen Dank. Mein Herz ist auf 180. Ja, und sehr schwere Fragen. Ja.